Hallo Leute, ich bin's wieder, Nerüvien, einzigartige Requisiten. Ich bin wieder da, ich mache wieder Videos, könnt euch drauf freuen. Ich möchte euch einen kleinen Überblick geben über das, was ich jetzt mache in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren vielleicht, ja. Also, ich habe mir überlegt, es reicht nicht, wenn ich euch immer wieder Videos zeige, wo ich von null auf irgendein Projekt komme am Ende, sondern ich möchte viel mehr in die Richtung How to Wobbler gehen, also mehr Videos, wo Schritt für Schritt erklärt wird, was ihr machen könnt, vielleicht auch Techniken wieder, alles, was sich um Wobbler dreht quasi, ja. Ich meine, ich baue ja auch Requisiten, die noch andere Materialien haben, die werden selbstverständlich auch weiterhin mit eingebunden. Dann habe ich überlegt, wäre es doch cool, so ein Hack des Monats. Wie kann ich aus Dingen im Haushalt irgendwas Cooles kreieren? Was Kreatives, wofür ihr nichts kaufen müsst, außer das, was ihr wirklich im Haushalt habt. Weil gegeben, ihr habt ein paar Chlorrollen übrig oder so, ja? Also es gibt ganz viele Sachen, aus denen man echt tolle Sachen zaubern kann, ja, die ihr eigentlich nur rumliegen habt oder auch wegschmeißt. Ja, darauf würde ich auf jeden Fall eingehen. Das würde mich freuen. Da gucke ich, dass ich immer was Kreatives mache. So wird es dann aber auch einmal im Monat wahrscheinlich kommen. Es sei denn, euch interessiert das so sehr, dass ich merke, ja, okay, wir machen mal einmal pro Woche oder so, ja. Cool, dann werde ich auch wieder versuchen, hin und wieder live zu streamen, ja. Ich kann euch nicht ganz genau sagen, wie oft oder wann das sein wird. Vielleicht wird sich irgendwie ein Tag integrieren. Aber ich habe so unterschiedliche Arbeitszeiten in Anstellungen noch, dass ich nicht genau sagen kann, an welchen Tagen das ist. Aber es wird schon regelmäßig kommen. Also ich werde einfach mal schauen, dass ich es vielleicht erstmal mit einmal im Monat versuche und mich dann rantaste. Ja, vielleicht wird es auch am Wochenende, dann habt ihr ein bisschen mehr Zeit hin und wieder. Was ich mir dann noch überlegt habe, wären Jahresrückblicke. Ich habe das bisher noch gar nicht gemacht. Aber ich habe auf anderen Formaten verfolgt, dass es doch ganz interessant sein kann für euch zu sehen, was habe ich von Januar bis Dezember gemacht. Einerseits natürlich die Projekte, die ich gebaut habe, aber auch, was wir vielleicht im Requisitenbaukurs an der Schule gemacht haben, wenn es euch interessiert. Oder auf Messen, auf denen ich war. Ich meine, ich habe ja auch inzwischen ein paar eigene Ideen für Kostüme, die ich eigentlich auch mal umsetzen möchte. Man macht halt meistens für andere Sachen, ne? Der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe. Ja, ich weiß, man muss sich eigentlich an den eigenen Rüssel packen, wie man so schön sagt. Ja, ich habe es aber auf dem Schirm quasi. Ich habe auch schon angefangen. Ich habe ja eine tolle Kooperation mit Patine Noir. Die Johanna ist ganz lieb und da kriegen wir sicher in den nächsten Wochen auch was Tolles zusammen. Da wird es also sicherlich Fotos geben zumindest und wahrscheinlich werde ich auch mal auf eine Messe gehen. Also gedanklich bin ich jetzt bei der Elfia zum Beispiel. Ja? Also schauen wir einfach, was passiert. Gerne schreibt in die Kommentare, was ihr für Ideen habt, was ihr euch wünschen würdet, mal zu sehen. Gerne auch für Bastelanleitungen, ob sie nun mit Wobbler zusammenhängen oder nicht. Also lasst mir gerne einen Kommentar da oder auch ein Like, ein Abo, wie ihr gerne möchtet. Umso mehr, umso doller. Und wir sehen uns dann. Stay tuned. Bye, bye.